Leider hab ich mich entschieden, ein Spiel zu spielen, bei dem ich sehr leicht wütend werde. Ihr werdet schon sehen, Yoshi, dieser Gauner, hat kuriose Vorstellungen davon, was so in ein Spiel gehört. Ziemlich viel schreckliche Scheiße. Und jetzt legen wir deswegen los mit Regina und Mac für die Switch. Und jetzt? Wollt ihr noch ein bisschen? Jetzt kommen die entspannteren Aufgaben. Jetzt müsste ich erstmal die anderen Aufgaben finden. Kann ich eigentlich die da hinten schießen? Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ah, die ist in der Kiste. I see. Ah, die ist in der Glaskiste. Das hat er ja geschickt gemacht, der Fuchs. Der Fuchs von einem Dinosaurier. So ein Scharlatan. So, das hat man gedreht, um an den roten Riesen zu kommen. Gibt es noch eine Drehung, mit der ich hier irgendwas anfangen kann? So nicht. So rum haben wir noch nicht probiert. Ich würde damit irgendwo hinkommen. Wollen wir mal gucken? Oh Gott, jetzt wäre ich ja fast runtergefallen. Temp Checkpoint, was ist... Was? Kommt da wieder der Schalter? Verschwindet der, wenn ich... Okay, wenn ich runtergehe, nicht auf Zeit. Das sind One-Step-Plattformen, verstehe. Und die darf man nicht berühren, die grünen Wobbel. I see. Das heißt, ich muss entweder mit einem Dreifachsprung drüber oder ich muss das Timing richtig machen. Das sind grüne Wobbel. Timing-Frage. Okay. Ups. Den Boden darf man auch nicht berühren. Die grünen Bobble aus den Super Mario World Geisterhäusern. Ja. Das sehe ich auch so. Ah, da habe ich in die falsche Richtung geguckt. Oh oh. Da ist unser Checkpoint weg. Da kommen die Zahnputzgeister bestimmt auch gleich, ne? Zahnputzgeister. Get up to speed with your lore, my dude. Shit. Wie oft hatte ich den gedreht, um da hinzukommen? Einmal. Zweimal. Dreimal. Das ist Gamepad-Lore. Gehört aber zum Beleverse.
Würde also auch im Bele-Wiki stehen. Wann ist der richtige Moment? Wenn der gerade weg ist oder wenn der weg ist? Timing-Frage. Tut man nicht so, als ob ihr das Beleverse nicht kennt. Warte, ich habe einen Notizzettel gestern mir irgendwo gespeichert. Wo ist der? Moment. Auf den Desktop. Da. Text. Blau ist größer als rot. Hallo Tim. What? Was will das Spiel hier von mir? Ach, dass ich so einen lustigen Spaß mache. Boah. Kaum erwähne ich das Beleverse, kommt schon der Lizenzinhaber, um mir eine reinzuwürgen. Ich bin gar nicht mehr auf dem Gerüst, das stimmt. Ich hatte genug vom Gerüst, darum habe ich es durchgespielt. So, blau ist größer als rot. Und das hilft mir jetzt wie? Wie komme ich denn jetzt von hier weiter? Da? Offensichtlich nicht. Muss ich da nochmal rüber? Kann ich da ohne Wandsprungkraft denn schon irgendwie weiter? Wo ist denn dieser Schala hier überhaupt? Ja, kann ich? Aber da gab es doch gar keinen Sprung mehr, wo ich hinspringen kann. Wie soll denn das funktionieren? Das ist korrekt. Was ist korrekt? Dass ich nirgendwo mehr hin kann? Hä? Ichi, du sprichst ein Rätsel. Ich kann hier, ich muss hier noch hin und ich komme hier weiter, aber ich kann nirgendwo hin. Überlegen, was Yoshi hier von mir will. Also hinten ist noch eine Disk, die nicht offen ist. Ich hätte gedacht, ich muss da irgendwo rüberspringen, aber da hat mich ja eben der Kasten weggehauen. Muss ich hier hin? Sieht doch nicht richtig aus. Ich muss doch nicht irgendwo durch die Weltgeschichte hüpfen. Wie macht man die zugänglich? Muss ich alle Schalter drücken hier oder was? Das wäre ja richtig scheiße. Aber wenn ihr solche Sachen sagt, dann kann ich mir das bei Yoshi tatsächlich vorstellen.
Dann muss ich mir aber doch für den Rückweg welche freilassen. Ah, vielleicht geht der Strom weg, wenn ich alle drücke. Vielleicht ist das die Krux. Aber ich fand meinen gecheesten Weg viel schöner, wo ich abkürzen konnte. Finde ich aber ein doofes Rätsel, ehrlich gesagt. Wenn es jetzt irgendwie auf halber Strecke einen Pling machen würde, wenn man die Hälfte weg hat, dass man weiß, man ist mit der Methode auf dem richtigen Weg, aber... Das wäre so typisch Yoshi. Shit. Es wird halt überhaupt nicht deutlich, was man machen soll. Wenn ihr jetzt nicht gesagt hättet, da gibt's noch was, dann wäre ich jetzt überall im Level rumgeirrt, um die nächste Floppy zu suchen und hätte gedacht, das hier kann ich erst machen, wenn ich diese Farbschalter-Geschichte habe. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, hier alle Dominos wegzudrücken. Ja, da fehlt eine kleine Version zum Erklären vorneweg, das stimmt. Das sehe ich auch so. Dass wenn man den ersten mal weg hat, dass dann irgendwie was freigeschaltet wird. Dass man einfach sieht, okay, es kann Auswirkungen haben, wenn ich diese Platten drücke. Außer, dass sie mich in den Tod schicken. So nach dem Motto, show, don't tell. Das finde ich echt kein schön designtes Rätsel. Shit. Tim, Benny ist übrigens auf dem Weg zu dir. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Er trifft gleich bei dir ein. What? Zumindest hat er sich eben mit den Worten aus dem Stream verabschiedet. Ich fahre gleich zu Tim. Vielleicht macht er aber auch erst noch was anderes und hat uns hier einfach nur verulgt. Das weiß ich nicht. Ach, um 19 Uhr erst. Was macht der denn dann jetzt so lange hier? Der hätte doch noch weiter zugucken können, wenn ihr erst so spät verabredet seid. Der Schlumpf. Dann hat er das nur als Ausrede genutzt. Oh Gott, die Kugeln sind ja noch da. Ach du Scheiße, und jetzt weiß man nicht, wo man hintreten darf. Einfach schnell die Floppy. Meine Güte. Vielleicht verschnitt er sein Glied. Tschüss dann, lass es dir schmecken. Und danke für die Wünsche. So, gibt's hier auf der Seite noch irgendwas? Ich kann auch einen Knopf antriggern, der hilft mir aber nicht. Da kann ich einen Knopf wegtriggern. Was ist das da? Kann ich damit irgendwas machen? Nein.
Da ist eine Todeszone drumherum gebaut. Das hier sieht doch aus, als könnte ich da jetzt schon irgendwas drauf machen. Wir müssen immer noch Professor Schalala finden. Hier nicht. Okay, wir drehen nochmal das ganze Ding. Vielleicht wird es dann deutlicher. Ja, die kann man wahrscheinlich so kriegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt ist, hier zum Beispiel runterzuspringen, um die zu sammeln. Ist das so gewollt? Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das ist doch bestimmt nicht Absicht, dass man die auf dem Weg holt. Wollte schon sagen. So kann man natürlich auch Cubes sammeln. Oder auch nicht. Mehr Spaß als der richtige Weg. So sind wir zum roten Riesen geklettert. Hä? Hä, wieso? Was? Was ist gerade passiert? Warum habe ich eine Disc gekriegt? Ich habe das Ding gedreht hier und bin in eine Disc gefallen anscheinend. Ich habe es einfach nur rotiert. What? Muss man da einfach mal eine volle Rotation machen, um eine zu sammeln? Ist das ein Ding? Du kannst aufs Labyrinthdach. Das Labyrinthdach. Ich weiß nicht, was ich jetzt gesammelt habe. Das war bestimmt nicht so gedacht, oder? Okay. Bin ich aufs Labyrinthdach? Das sieht nicht so aus, als sollte ich hier sein. Das ist doch auch wieder Käse. Die zerstückelte Floppy. Aber ich habe noch nicht alle Dinger davon gesammelt. Wenn ich aufs Dach gehe, komme ich hier hin. Wo ist denn Schala? I would love to know. Wo dieser Nicht-Maulwurf-Bär rumläuft. Ui. Das ist doch auch nicht so gedacht. Was ist denn mit dem Level los, Yoshi? Warum kann ich solche Dinge machen? Da ist ein Bug drin. Ich glaube, da ist nicht nur ein Bug drin, wenn ich das so sehe. Achso, das hier war der Startraum, ne? Ja, hier stand ich schon mal. Ich will den geheimen Checkpoint nicht sehen. Ich will Schala finden. Wo wohnt der? Da nicht.
als ob ich noch wüsste, was die erste oder die dritte Rotation wäre. Ihr seid ja lustig. Das war der rote Riese. Das hier müsste noch auf die Seite gedreht werden irgendwie, damit das hier funktioniert, wie es soll. Hier waren wir, ne? Guck mal, das hier war die erste Rotation. Hier sind wir doch rausgekommen, oder? War das nicht so? Ja, guck mal. Das hier ist Original Rotation 1. So, und ihr sagt... Dritte. Also... Zweite. Dritte. Ist das nicht die, wo ich die ganze Zeit rumhüpfe? Man darf auch halt nirgendwo anders hinspringen. Überall sind diese Todeswände, die unsichtbaren. Kann ich denn hier noch was machen? Mist. Jetzt hat mich dieser Kasten aufgehalten. Hier waren wir noch nicht. Oder? Das sieht irgendwie neu aus. Was haben wir hier? Grün ist mehr als gelb. Das kann ich sehen. Grün ist geiler gelb. Aufgeschrieben. Ich frage mich, wann das wichtig wird. Dieses Farbrätsel. Schala da drin? Da ist Schala drin. Schalala. Is this not the last level? It is never too late to learn something new. Then I hope it is worth the hassle right before the finish line. I am sure you will like it. Do you see those special walls surrounding me? Yeah, I'm a bit worried about the hate. Worry not, because Mac can perform wall jumps from these walls. If you jump towards the wall and keep the analog stick pressed in its direction, you will stick to the wall. You then start sliding down and can jump off the wall to reach higher altitude. You can even chain multiple wall jumps. Certainly one of the more interesting moves you taught us. Why did you wait until now? All in good time, Regina. All in good time.
Okay, man kann mit Rennknopf noch ein bisschen beeinflussen. I think. Man kommt auch nicht unendlich hoch. Und man stickt jetzt einfach immer an diese Walls. Das ist ja auch richtig kacke. Hast du Schala vorher noch gar nicht gehört bei mir? Der klingt immer so. Wie komme ich denn da? Achso, ohne Y. Alles klar. Man darf den Rennknopf hier nicht gedrückt halten. Der tut einem nicht so gut. Wie er gegen die Wand läuft. Achso, das andere ist gar keine Walljump-Wand hier. Verstehe. Aber wie komme ich denn dann zu der darüber? Wait a minute. Also ich kann von der abspringen. Ich kann das Spiel nicht gut sehen, deswegen übe ich parallel Kaizo. Ja, das fühlt sich so ähnlich an zumindest. Wie geht's denn hier weiter? Wo muss ich... Da oben kann ich ja nicht gegenspringen, das ist keine Walljump-Wand, oder? Über mir. Fehlt die Textur. Kann ich von hier nach da? Nee. V. Was auch immer V heißt. Vorwärts. Oder ich muss hier erst wieder die Wand drehen, irgendwie. Die Perspektive. Habe ich von hier eine Chance? Nee. Ach so, warte mal. Vielleicht. Wo bin ich jetzt reingelaufen? Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Sacre bleu. Ich verstehe nicht, was Icarus mir sagen will und Red. Aber das ist okay. Man muss ja nicht immer alles verstehen. So, ich wollte gucken, ob mir das hier hilft. Ob ich damit irgendwie... Ah, ich bin in den Strom gelaufen, alles klar. Ob ich mit den Walljumps hier irgendwie klar komme nach oben. Das sieht aber ziemlich kompliziert aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das muss ich erst machen, wenn das Ding auf der Seite liegt, oder? Was können wir denn jetzt noch machen? Wir haben jetzt eine neue Fähigkeit. Jetzt können wir doch bestimmt an ganz vielen Stellen, wo wir vorher schon waren, neue Dinge tun. Wir drehen mal einen weiter. Wo führt uns das jetzt hin? Sind wir wieder hier. Der Strom ist noch aus, aber auch nur so lange, bis ich das Level verlasse wahrscheinlich. Hm.
Da, wo du eben warst, ging es noch weiter. Nein, ging es nicht. Habe ich beschlossen. Shit. Hier stand ich und ihr habt V gesagt. Ich verstehe aber nicht, was V heißt. Seht ihr diese Augen da unten? Die starren euch an. Soll ein Pfeil nach unten sein, oder was? Ach so. Ihr könnt... Also wenn ihr schon Tipps geben wollt, dann macht es halt vernünftig und schreibt mir einfach V. Was ist denn mit euch? Nie ausprobiert. Never ever. Was hätte ich mir ausgeben müssen? Willkommen zurück, San. Was gab's denn? Was hätte ich ausgeben müssen? Was ist denn heute? Ich verstehe euch nicht. Welche Sprache sprecht ihr? Ich habe nie Professor Layton gespielt. Wir haben alle Teile hier, aber die gehören alle meiner Frau. Ich habe nicht einen davon selber gespielt. Ich werde immer nur für die Mathe-Rätsel herangezogen, die ich dann auch nicht kann. Oder ich spiele einfach gar keinen Layton. Wie wäre das denn? Hast du Tagliatelle aus dem Kopf geschrieben oder vorher gegoogelt? Was habe ich verpasst? Ich habe den Wandsprung gelernt. Und ich habe eine random Floppy gesammelt, von der niemand weiß, woher sie kam. Ich habe einfach die Orientierung drehen lassen, bin in dem Block geblieben und hatte auf einmal eine neue Floppy. Keine Ahnung, welche das war. Schade, ich dachte, der fährt hoch oder so. Lachs und Tagliatelle. Klingt gut. Bitte was?
Okay, ich muss da wahrscheinlich hoch. Das Level ist etwas buggy. Und nur etwas, nicht zu sehr. Und es zeigt halt auch nicht an, wo ich hin soll. Also die Wege erschließen sich mir nicht automatisch. Das finde ich vom Level-Design diesmal schwieriger als sonst. Unten. Ja, das dachte ich mir jetzt schon fast, wenn ich oben nicht drüber komme, aber... Eins Floppy. Ist das scheiße. Ah. Badumtsch. So ein Drumroll also so ein Badumtsch-Score ist, brauche ich dann auch noch für den für die Soundeffekt-Ecke, wenn die kommt. Double dub, 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 double dub, dub, dub. So, wo wollte ich hin? Ach ja, unten durch. War ich doch schon. Warum bin ich denn wieder zurückgegangen? Warum bin ich denn jetzt wieder ganz unten? Was ist hier passiert? Ihr habt mich abgelenkt. Da bin ich natürlich nicht selber schuld. Das muss eure Schuld sein. Diese Kamera! Alter. Die Kamera ist auch übel. Double! Du bist ja doch hier. Nachdem du dich am Anfang einmal stumm geschaltet hast. Tim, wann wolltest du denn eigentlich mit Kaizo anfangen? Sollen wir gleich wieder so eine dynamische Übergabe machen? Wenn ich hier die Floppy geholt habe gleich. Falls ich hier die Floppy geholt habe gleich. Erst gegen 17 Uhr. Okay, dann heute keine dynamische Übergabe. So lange wollte ich nicht machen. Muss heute auch noch ein paar andere Sachen machen. So. Sun kann auch mal übernehmen. Nice. Double geht in den Kindergarten. Takt auf eine Tür während Corona finde ich aber ein bisschen strange. Aber gut, man muss ja erstmal gucken, wie es da ist, ne?
Ist ja nicht unwichtig. Zu lange gewartet. Wegen der Kamera. Wollt ihr Welt 5 sehen bei Sun oder wollt ihr den regulären Speicherstand einfach mal weitergespielt sehen? Ich würde sagen, ich möchte das sehen, was Sun mehr Spaß macht. Wenn Sun sagt, sie hat mehr Spaß am Zeitrekorder aufstellen, dann macht das. Und ansonsten spielt die andere Dings weiter, weil wenn der Streamer irgendwas macht, was ihm keinen Spaß macht, dann merkt man das als Zuschauer eher. Okay, immer warten, bis der Block an mir vorbei ist. Das war zu gierig. Ich dachte, ich könnte einen zweiten Hüpfer mit reinkriegen. But alas, I could not. Hier muss man einmal kurz an einer Wand kleben bleiben, damit man oben passend stehen bleibt. Ist nicht so gut designt. Wenn man einfach durchhüpfen könnte, wäre es geiler. So. Warten. Wir haben genug Zeit. Wir sind weit genug oben. Können uns erlauben, Incremental Increases zu machen hier. Kommen langsam hoch. Jetzt bin ich fast einmal hängen geblieben. Jetzt hat mich so ein Block gedrückt. Oh, jetzt muss ich auch noch mich mittig auspositionieren, damit ich die Floppy kriege, ne? Gefloppt haben wir. So. Das ist eine Aufgabe, die vom Konzept her gut aussieht, aber nicht so viel Spaß macht. Ja. Trotzdem wollen immer alle von uns Tank, Tank, Tank sehen. Ja, das wollen wir. Weil es keinen Spaß macht. Nein, weil ihr so viel Spaß damit hattet, wollen wir das sehen. Sun hat sonst nur einen Spielstand Level 3, würde also mit 4 und 5 weitergehen. Das wollt ihr. Sun, willst du dann schon anwerfen? Dann würde ich direkt an dich rübergeben. Wenn du möchtest. Ich wäre dann für heute bedient. Bin dabei, perfekt. Noch irgendwie ein Secret. Massig Secrets. Dann sammeln wir so lange noch Zuckerli. Was meinst du, was ich gerade mache? Ich gucke, was es hier noch an Hopsereien gibt, die man eventuell schon mitnehmen kann. hat er die Deathbox direkt darüber gesetzt. Dieser clevere Dinosaurier. Wisst ihr noch damals, als wir den Scream mit Smileys vollgepflastert haben? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ja.
Warte mal, wir konnten doch hier jetzt was machen, ne? Was beim ersten Mal nicht ging. Kann man da noch schnell was sammeln, während Sun sich einrichtet? Pff, what the fuck? What the fuck war das? Beim Schiebelabyrinth. Ah. Runtergefallen. Läuft, alles klar. Dann können wir rübergeben. Eine Sekunde. Danke euch, dass ihr mir geholfen habt, den roten Riesen zu bezwingen. Alleine hätte ich echt die Schnauze voll gehabt. Dann können wir jetzt gemeinsam rüber raiden. Dafür kriegt ihr wieder neue Gamepads. Ich wünsche euch viel Spaß bei Sun, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns im Chat und im Discord. Und jetzt raiden wir rüber und ihr begrüßt alle Sun mit freundlichen Emote-Spams, bitte. Ich bin dafür. Drei, zwei, eins und rüber.